Ja, wir verlosen einen Gutschein in Höhe von 500 Euro für eine Zahnreinigung und ein anschließendes Bleaching. Das heißt, der Patient kriegt bei uns ein schönes weißes Lächeln geschenkt sozusagen. Gute Laune, eine Stunde Zeit und keine Angst. Und keine Angst. Das sagt sich als Zahnarzt vielleicht immer ganz leicht. Zahnreinigung, wie lange bedarf sowas an Zeit? Hängt natürlich davon ab, wie viele Zähne der Patient noch im Mund hat. Wenn er nur einen hat, ist es relativ schnell erledigt. Das ist ein vollbezahnter Patient, dauert es entsprechend länger. Aber bis zu einer Viertelstunde muss man schon einplanen, das Ganze vernünftig durchführen zu lassen. Wir werden dabei auch eine Befundaufnahme machen. Das heißt, wir werden uns auch den Gesamtgebisszustand anschauen, den Patienten auf eventuelle Mängel hinweisen. Und wie gesagt, nicht nur Zähne, auch Zahnfleisch und auch den ganzen Menschen begutachten medizinisch. Weil wie gesagt, heutzutage ist es dazu, den ganzen Menschen zu beurteilen und nicht nur eben sein Gewissen. Aber das war jetzt nur die Zahnreinigung. Jetzt kommen wir zum Bleaching. Wie lange braucht sowas? Auch fürs Bleaching muss man eine Viertelstunde einrechnen. Es sind meistens drei Durchgänge. Und bis das Ergebnis eben so erzielt ist, dass der Patient zufrieden ist und seinen Weisheitsgrad erreicht hat, den er sich wünscht. Das bedeutet gleichsam, ich besuche Sie an einem Tag und gehe mit einem strahlenden Lächeln am selben Tag wieder nach Hause. Richtig.